Ja, ich bin Jan Peter, ich bin Autor und Regisseur dieser achteiligen internationalen Fernsehserie. Ich kam vor ungefähr 2, 2,5 Jahren dazu, weil natürlich auch in meinem Kopf, wie sicherlich in vielen Köpfen, die Idee reifte, dass man zum 100. Jubiläum des Ersten Weltkriegs, dieser großen europäischen Katastrophe, doch ein Filmprojekt gemacht werden müsste. Das war, glaube ich, schon eher 3 Jahre her. Und eine Idee, die ich hatte, ging um 5 europäische Hauptstädte und das Jahr 1914 und den letzten Sommer im Frieden sozusagen. Und erstens hatte dann schon jemand anderes, Florian Illies, mit dem Buch 1913 eine ziemlich ähnliche Idee. Und zweitens hat der Produzent Gunnar Dedio gesagt: Ja, das ist alles schön und gut, aber ich habe eine viel bessere Idee. Erster Weltkrieg machen wir, aber wir machen das mit Tagebüchern. Und nicht Künstlern und nicht berühmten Leuten so sehr, jedenfalls nicht die Mehrzahl, sondern wir suchen Tagebücher von ganz einfachen Leuten. Und zwar, und das ist natürlich das ganz Tolle, was auch schon vielleicht an der Idee mit den 5 Städten war, aber noch auf die Spitze getrieben, wir machen das eben in den ganzen kriegsführenden Staaten, Nationen, Völkern. Ma bête a touché à 17 ans. Il a commencé l'appel. Ok, thank you. So, we need a position for Alban. Yes. Viele Stufen, von einer Doku, die ein bisschen Reenactment enthält, zu szenischem Dreh, ist es dann dahin geworden, dass es jetzt eben 14 heißt, 14 Personen, 14 Menschen sind aus 7 Nationen, die wir gefunden haben, die uns tatsächlich den Ersten Weltkrieg erzählen und auf eine Weise, wie es ja noch nicht erzählt worden ist. Und das ist ein langer Prozess von Drehbuchentwicklungen, von Konzepten, die geschrieben und weggeworfen werden, von großen Diskussionsrunden mit vielen Redaktionen, vielen beteiligten Sendern, Förderern. Und dann irgendwann kristallisiert sich die Idee aus, die jetzt so einfach wirkt. Ja, 14 Leute erzählen natürlich zu 1914, wunderbar. Aber der Prozess, der Weg dahin war sehr lang, über 2 Jahre. Und seit einem Jahr geht es dann um die konkrete Abschluss der Drehbücher und um die Vorbereitung der Dreharbeiten und um das Drehen dieser riesigen Serie selbst. Was von vornherein für mich feststand, ist, dass ein wirklicher multiperspektivischer Ansatz bedeutet, dass dort auch Engländer Engländer spielen, Russen Russen, Deutsche Deutsche, Franzosen Franzosen und so fort. Here we go for another of our famous shootings. Hello? Yes, I go. Okay, let's go. Let's go. S'il te plaît, Jürgen, le silence tout autour. Wir haben dann eine junge Frau aus Berlin gefunden, eine Russlanddeutsche, Natalia Wittmer, die mit 8 Jahren aus Sibirien nach Deutschland gekommen ist und die das Casting mit den Worten begann: Ich möchte Marina Jolawa spielen, weil mein Leben ein solches Abenteuer ist wie ihrs. Und dann sitzt man erstmal, hat sich erstmal da, ja, schöner Spruch. Und dann legte sie los und eine Energie erfüllte den Raum, wo mir sofort klar war, das ist Marina Jolawa. Papa! Papa! Что случилось? Ich glaube, es ist tatsächlich etwas Neues. Es ist ich würde sagen, eine dokumentarische Spielfilmserie. Das, was wir zeigen, sind dokumentarisch belegte Szenen. Und dokumentarisch in den Tagebüchern, Memoiren der 14 Hauptpersonen gesicherte Erlebnisse. Aber wir verdichten die fiktional. Und wir haben eine Dramaturgie, die sowohl horizontal über 8 Folgen als auch vertikal in jeder Folge tatsächlich sich an der Seriendramaturgie moderner Erzählungen, moderner Serien orientiert. Eigentlich wie ein Roman. Gedacht, pour toi. Eben nicht. Mein Kleiner lässt sich die Finger lecken. Ce matin, heute Morgen ließ er 4 Hühner braten. Seine Ordonnanz frisst eines ganz allein. Ist was Besseres gewöhnt, vielleicht. Qu'est-ce que tu écris là? Le devoir de l'histoire. Et de quoi ça parle? Des uns. Dass die Franzosen, wenn sie Französisch sprechen, natürlich eine andere Wirkung haben, die Deutschen. Dass plötzlich der Krieg wirklich erlebbar wird, die verschiedenen Seiten der Front. Und so haben wir am Set tatsächlich in 7 Sprachen gedreht.
For me, the land is the nose. Ah, he sees the lens as Jacopo's nose. Это не час, это не много дней перепетили. Il semble que ce ne soit pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Die Russen kommen doch nicht hierher. Нашему княжеті а пану Франциску Йозефу Премі апостолico di Ungheria, Granduca di Toscana. La nostra devozione ed il nostro dovere. В ужах, старчах і предшевзенчах всякого роду словом в каждому nostre, стягуре nostre, drappellere nostre. Insgesamt wurden 50 Drehtage für die Dramaszenen durchgeführt. Davon zwei Drittel in Frankreich, in der Region Straßburg im Elsass. Was aus vielen Gründen natürlich spannend ist, sind A, tolle Motive, B, eine interessante Förderung für die Produzenten. Und es ist natürlich eine Region, in der sich deutsch-französische Geschichte ununterbrochen vermischt, in der eben auch die Geschichte und gleichzeitig heutige Realität ist. Anyway, for 814 as well to clear all these things, because it's from the voluntary army, and in 818, in 1918, there is no voluntary army. No, I wouldn't do that. That's really trouble. Das ist eine wunderbare Vermischung. Es ist eine große Dokumentation, weil sie tatsächlich über die wirklichen Ereignisse spricht. Und es ist zugleich konsumierbar und anschaubar und auch fühlbar eine achteilige Spielfilmserie mit der Verdichtung und der Intensität eines großen Dramas. Gazi! Gazi! Ein großer Teil, alle Szenen, die im Schützengraben spielen, in einem Steinbruch in der Provinz Quebec in Kanada gedreht. In einem Steinbruch, weil da ohnehin Explosions- und Sprengstoffgenehmigung vorliegt, tatsächlich ein 150 Meter langes Schützengrabensystem angelegt worden sind, in dem dann die Granaten explodierten. Und nach wenigen Tagen waren weder die Schauspieler noch wir Macher noch wirklich in der Lage, sind wir jetzt im Schützengraben oder nicht. Okay, people have a gun. Nobody does have a weapon. Good. Yeah, that's good. Does the officer get it? Yeah, I'm gonna give him a loser. Yeah, but ich meine, ich laufe ja so rum. Ich zieh die nicht erst hier, oder? Nee. Okay. Du läufst ja schon seit 5 Minuten an der ganzen Kompanie vorbei, an allen 80 Leuten. Kommst du nur um die Ecke. Man kann Franzosen töten gehen, was? Kipke? Besser dir als wir! Besser die als wir! Ja. Angriff! Das ist ein dokumentarischer Spielfilm. Und dennoch spielt das Archiv eine sehr wichtige Rolle, weil das Archivmaterial die Verankerung in der Wirklichkeit gibt für diesen Film. Es sind einmal die Texte aus den Tagebüchern und das Archivmaterial, das auch in die Szenen eingebaut ist. Also es kann jemand im fiktionalen Spiel aus dem Fenster schauen und die Szene, die diese Person aus dem Fenster sieht, ist im Archivmaterial und sie ist nicht nur einfach da reingeschnitten, sondern sie ist das, was derjenige oder diejenige beschrieben hat im Tagebuch. Das zu finden ist ein sehr großer Aufwand und eine sehr große Leistung. Seit 2 Jahren wird parallel zur Entwicklung der Drehbücher bei Lux in Leipzig das Archivmaterial von der Rechercheabteilung weltweit gesichtet, das es gibt, aus vielen verschiedenen Archiven, staatlichen Archiven, privaten Archiven. Zusammengebracht, zusammengesammelt, wird das Archiv, nachdem es in dem Film integriert worden ist, neu gescannt, in sehr hoher Auflösung zwischen 2 und 4K, und wird dann in den Film eingebaut. Und plötzlich sind selbst bekannte Archivbilder neu, weil eine Dichte wie im heutigen 35mm Spielfilm da ist und auch Details noch in der 5. Reihe zu erkennen sind. Es ist ein sehr interessanter Vorgang, weil zum Teil dieses Filmmaterial ja seit 100 Jahren in Boxen liegt, von denen niemand mehr so richtig weiß, was da eigentlich drin ist. Es ist ein technisch heikler Vorgang, denn der
Film im Jahre 1914, 15, 16 wurde auf Nitro-Filmrollen gedreht. Das heißt, mehr als 10 Filmrollen sind einfach eine Bombe, dürfen aus Bunkern nicht herausgebracht werden. Sodass also hinter dem Material, was dem Film so eine Verankerung in der Wahrheit gibt, ein riesiger, komplexer Vorgang steht, der so für eine Produktion auch wirklich einmalig ist. Aufgrund der großen Vernetzung von Co-Produktionen haben wir es geschafft, einen französischen Komponisten zu verpflichten, der in Kanada aufgewachsen ist, in Quebec und jetzt in Hollywood arbeiten wird und dort unter anderem jetzt gerade den neuen Film von Nicolas Cage als Komponist gemacht hat und jetzt für Clint Eastwood arbeiten wird. Und da haben wir riesiges Glück, der macht natürlich eigentlich keine Fernsehprojekte, aber weil wir eine Verdichtung und eine Intensität erreicht haben, die man sonst eigentlich im Kino findet, hat sich Laurent Eckiem, heißt dieser Komponist, bereit erklärt, mit uns zu arbeiten und wir Stück für Stück diesen Film mit einer wirklich, ich glaube, für Deutsch-Fernsehverhältnisse vollkommen ungewöhnlich dichten und wunderbaren Musik da füllen. Anfang an die Idee von mir, viel mit Stimmen, mit gesungenen Stimmen, mit einem Chor zu arbeiten, weil natürlich auch der Film ja ein Chor ist. Der Film ist ein Chor aus 14 Hauptstimmen und vielen verschiedenen kleinen Einsprengseln aus anderen Tagebüchern. Und daraus ergibt sich ja ein Chor, aus dem die Menschen von vor 100 Jahren zu uns sprechen, rufen, singen, von ihren Gefühlen reden. Und deshalb war von Anfang an klar, sowohl für Laurent als auch für mich, dass wir mit Choralmusik, also mit gesungener Musik, viel arbeiten müssen. Wir haben jetzt eine großartige Komposition vorliegen, einen Chor, der dann in Prag aufgenommen wird und der dann am Ende tatsächlich diese Idee sich entwickeln lässt, dass auch musikalisch ein Chor aus diesem Film zu entsprechen. Man wird nicht die ganze Zeit einen Chor singen, aber es ist einfach ein wichtiges Element. Everything which heightens a little bit the atmosphere of fear in this trench will help us all. Und das ist ein großer Glücksfall. Ein solcher Film braucht viele Unterstützer, viel Geld, viel Professionalität und am Ende eben auch das Quäntchen Glück in solchen Entscheidungen. Super. Super! Super! Bravo, merci! Bravo, merci! We could travel all the way from the Atlantic Ocean to the Bosphorus in just a few days. The railway had brought together the most distant reaches of Europe. Distance didn't matter anymore. Anything seemed possible. All we had to do was just wish hard enough. As children, we were thrilled by the rush of speed that the new technologies gave us. The future was within our grasp. It seemed so bright and solid. But we had no idea just how shaky the foundations of that future were. Not until the summer of 1914.
On that first day of August, I was looking for my father out in the fields. The bells had been ringing for hours. When it is not a feast day, the bells chime only when something bad has occurred. The ringing was not only in our village, but also in the neighboring town. How different the bells sounded on that day, as if they were calling for help. My father was a colonel in the Kuban Cossacks, a proud, hard man. On this day, he hugged and kissed me without a word. He had never done so before. Earlier, Sarajevo, the capital of Bosnia. On June 28, 1914, the city's expecting the Habsburg Crown Prince, Franz Ferdinand. Suddenly, shots ring out. Franz Ferdinand and his wife are murdered in broad daylight. The death of the heir to the throne plunges Europe's oldest ruling house into mourning and towering rage. For it becomes quickly known that the instigators of the attack came from its neighbor, Serbia. The Austrian generals call for a war against terrorism, a punitive expedition against Serbia. In Sarajevo, a state of emergency is declared and the army is mobilized. But Serbia asks mighty Russia for help, while Austria puts its hopes on her ally, Germany. Das unterschreiben wir dir nie. Ich muss an die Front. Hört auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist unser Kind. Das Vaterland braucht dich noch nicht. Mein Jahrgang nicht, aber mich braucht es. Karl argues against it with every reason he can think of. I feel somewhat grateful that he should fight for him. Es geht nicht um Vernunft, es geht um Taten. Endlich! Peter, bitte. Was wird aus dem Vaterland in 20 Jahren, wenn ihr alle tot seid? Käthe Kollwitz is Germany's best-known artist. Her themes are social destitution, protest and death. She's a confirmed social democrat who lives with her family in Berlin. Her husband, Karl, is a doctor. The German Empire, with its rapidly growing capital, has become a modern major power. But it is the conservative Prussian nobility that holds true power. At its head is Emperor Wilhelm II, a ruler who seems to be confusing reality with theatrical posturing. Wars against neighboring states are what united Germany in the first place, but have also driven it into isolation. The country feels surrounded by hostile powers. Only Austria-Hungary, ruled by its ancient emperor Franz Josef, remains as an ally. And Wilhelm does not want to let him down. A feeling of pressure and inconsolability. Of the impossibility of sacrificing Peter. Willst du nicht doch warten, bis du gerufen wirst? Du hast mir einmal versprochen, dass ich niemals feige sein muss. Nie. Was hat das mit Feigheit zu tun? Alle gehen sie. Ich kann nicht zurückbleiben.
Dieser Krieg. Er wird alles ändern. Alles besser machen. Verstehst du das nicht? Man spricht umsonst. Discussion is pointless because deep inside the boy is fighting with himself. The German war plan calls for its army to advance against arch-enemy France first. Neutral Belgium is regarded as a thoroughfare. Paris should be occupied within 6 weeks. Only then can the army be turned against France's ally Russia in the east. It is a plan for a war on two fronts. But the Germans rely on the speed and force of their attack to quickly knock out the French first. During the first days of August 1914, the German Empire declares war against its neighbors, Russia and France. The men stirred up their courage and defiance in the face of death. They showed no emotion. I remembered an old war tradition which my father had told me about. The women follow the fighting Cossacks and stay as close as possible to the army. Why should it be any different this time? One word rang in our ears. War, war, war. Against whom and why? The Tsar had ordered it, and a Cossack never asks. Fourteen-year-old Marina Yurlova comes from a small village in southern Russia. Her father is always in readiness for war, like all Kuban Cossacks. The Cossacks form the Tsar's bodyguard and revere him as a semi-divine being. Under Tsar Nicholas II, the vast Russian Empire is still ruled according to medieval principles. The army, the church, and the secret police wield unlimited power in the name of the Tsar. But at the same time, Russia has the highest economic growth in Europe. The working class is growing steadily. But only a few benefits from this upturn. The majority of the people live in abject poverty. More and more revolts break out, threatening the power of the Tsar. For the ruling elite, war seems to be a panacea that could give a new shine to the monarchy. The divided country can be reunited under the banner of Russian Orthodoxy in defense of their fellow Slavs. People of all nations are convinced that they are being attacked and believe that they must defend their homeland. Germans, Russians, and the French alike each goes to war with seemingly compelling reasons for doing so. Der Junge muss über sich selbst bestimmen. So haben wir ihn erzogen.
Ich habe mich noch nicht erzogen, damit ein braver preußischer Soldat aus ihm wird. Kaiser, Gott und Vaterland, Gete? Wirklich? Das sind die Kaiser aus dem Spiel. Diese Jungen, sie sind so wie eine Flamme, so unbedingt, so glücklich, so ganz. Vielleicht beneidest du sie nur um diese Möglichkeit des freien Opferns. Das hast du zu verantworten. Nicht der Junge. Nicht der freie Wille. Du. And now it was all done. That sacrifice my son drew me to, and to which we drew Carl. I must say something about my altered attitude towards the war. For the first time, I felt the absolute togetherness of the people. I felt I was beginning anew, as though none of the old values were left, as though everything had to be put to the test. The war volunteers, especially the middle-class boys and students, have only one concern. Not to arrive at the front too late, when the glorious victories have already been won. Their former lives appeared stultifying. Now at last, everything makes sense. Their almost hysterical enthusiasm needs a new German term to describe it, the August experience. Auch schon zu voll. Viele Kriegsfreiwillige. Kann es von uns denn zu viele geben? Peter geht gleich. Peter and the others went early for a checkup and to the barracks. They returned at 6 o'clock. They'd all been turned down. Keinen Sinn. Hoffnung. Hope that we might be able to keep him at home. Ja? Danke. In Europin ist auch Platz. Sag es ihm nicht. Käthe, bitte! In times like these, one stupidly realizes that these children are going to war. The whole thing is so desolate and mad. This silly thought that surely they will not take part in such madness. And then, like a cold shower, you realize they must. They must. Last year I was lucky and went free because at 15 I had cut through my thumb with a circular saw and it hadn't healed properly. But this time I went anxiously to the recruitment office and submitted to everything they expected of me. Na, welch Prachtexemplar von einem Krieger haben wir denn da? Kasser, Karl. Schon 26 Jahre und letzten Jänner ausgemustert. Ausgemustert? So. Willst du nicht für deinen Kaiser ein paar Serben verdreschen, guter Mann? Ja, wenn es bei den Serben bleiben tät, die Russen... Die Russen, die Serben, die Bosniaken, die brauchen immer alle eine Tracht Prügel. Hose runter. Na, er hochwohlgeboren, da unten ist alles in Ordnung. Aber schauen Sie mal da, ich kann ja keine Faust machen mit dem Daumen. Ach so. Na, dann wirst du die Granaten eben mit der anderen Hand werfen müssen. Tauglich. Weiter. Karl Kasser is 25 years old. He's a farmer and lives in Kilb in Lower Austria. Like many farmers, he's not keen to die on the field of honor. Rather, his own fields must be plowed. Kasser's homeland has been ruled for over 6 decades by the Emperor Franz Josef. The dual monarchy of Austria-Hungary is a multi-ethnic state comprising 8 nationalities and 17 different lands.
a unique melting pot of cultural diversity. For many years, it has been run and indeed dominated by a ruling elite of German and Hungarian officials. But now this giant empire threatens to fall apart. Poles, Czechs, Ruthenians, Romanians, Croats, Italians, and Bosniaks all strive for independence. Ironically, the war will now unite all these peoples once again beneath the banner of the Habsburgs. All those who had previously been designated as unfit were now taken on, even those up to 42 years of age. I was assigned to the 80th Galician Infantry Regiment. It wasn't easy, being assigned to a Polish rather than German regiment. Uniforms are riddled with holes, so that we get to practice our sewing skills. Hey, Kamerad, kannst du mir die Jacke rübergeben? Die Jacke, kannst du mir die mal geben? Also, ich weiß nicht, wer von euch hier Deutsch versteht, aber ich sag's nur einmal, ja? Knöpfe lassen sich annähen, aber die Schuhe sind wirklich wichtig. Ihr werdet eine Unmenge marschieren müssen. Bis Moskau ist ein weiter Weg. Also. Although I knew I was not alone in this, my heart was heavy at the thought of leaving behind all that I loved and that was dear to me, and heading into the unknown. Austria may have started the war, but it was very badly prepared for the conflict. Austria's war plan is to throw its main force against the much smaller country of Serbia to its south. The long border the empire shares with Russia is weakly defended. But the Russians advance with strong armies much faster than the generals in Vienna expected. Their war plan in its entirety has been betrayed to the enemy by a spy in the general's staff. During their advance, chaos erupts. The result is a traffic jam 100 kilometers long. Many soldiers were not motivated to fight for the small upper class of Germans and Hungarians. Especially among the Slavic-speaking populations, sympathy for their enemy is widespread. Their own officers did not even speak the same language as them. Many Serbs and Poles living in Austria were expected to march against their compatriots living in neighboring countries. La nostra devozione del nostro bitwach, dovere. Burzach, starciach i w przedsięwzięciach wszelkiego rodzaju. Słowem, trupele nostre, stragure nostre, drapelure nostre. Verständnis einzulassen, uns immer so, wie es den Kriegsgesetzen gemäß und braven Soldaten zusteht, zu verhalten und auf diese Weise mit Ehre zu leben und zu sterben. So wahr uns Gott helfe. Amen. We swore the oath. It lasted almost half a day, because it was spoken in five languages as so many nations were involved in it. We were dead on our feet. The food and the lodgings were so bad, we had already begun to despair. We then marched fully equipped to the hell that awaited. A cold sweat came over us as we realized things were about to get serious. Я казак, я не боюсь. Я казак.
Я не боюсь. Stell dir vor, ausgerechnet in Neuruppin ist noch ein Platz frei geworden. Das ist ein echtes altpreußisches Regiment. Nee, Peter, I sewed French and Russian money in Peter's jacket. But then I took it all out again, because if he were taken prisoner, he could be executed if French banknotes were found on him. Nee, I'm only sewing in German gold now. Mir geht es heute noch los. Gleich in die Kaserne. England hat uns den Krieg erklärt. Hast du was anderes erwartet? Jetzt sind alle gegen uns. Alle. Es ist zu spät, Karl. Danke, Mutter. Das werde ich dir nie vergessen. On the 4th of August, Great Britain declares war on Germany. In England, the people's anger is vented in the looting of German-owned shops. The invasion of neutral Belgium has triggered a wave of indignation. 100,000 soldiers are sent to Belgium. The involvement of the world's foremost superpower, with her colonies and dominions on all continents, transformed this European conflict into a world war. Du wirst sehen. In ein paar Wochen bin ich wieder daheim. Ich grüße Paris von dir. We kissed goodbye. He thanked me. I thanked him. Suddenly I sensed something. My son will die. I bade farewell to my darling today. Just as the train started to move, I was gripped by a sudden fear. For at this time, I was letting go of everything that made life worth living. Dear mother, you will see I have left Aberystwyth as you feared. My only two real friends have gone. I haven't done anything to make you ashamed as my mother and father, but rather I believe that this will be something to make you respected. My nerves had reached their limit. It seemed likely I'd never see my family again. I couldn't hold back. The tears welled up in my eyes. Leaving for the front. What a sad day. I asked my wife not to come with me to the station to say goodbye. It would have taken away whatever courage I had left. I kissed my Nuria for the last time. She calls out, "You promised not to cry." I feel ashamed. Whilst my comrades are singing, I cannot stop crying. Едете на войну? Да. Можно мне с вами? Если ты этого хочешь, девочка. До границы на фронт можно? Все равно, когда мы приедем на фронт, война уже закончится. Ну, поехали! Я не преувеличу, если я скажу, что я не испытывала... I am not exaggerating when I say that I felt neither remorse nor fear. I was a Cossack. I was driven by a blind instinct to follow the men into war. To be caught up in the tide was an adventure for me, just as I had always imagined it would be. In the late summer of 1914, trains like this roll on throughout Europe.
For years, military planners on all sides have been working toward this day when word would come, it is war. For the first time in history, the benefits of progress enabled millions of soldiers to be mobilized at a stroke. A minutely planned operation begins. Each soldier is assigned to a railway carriage, and each railway switch set. Every nation rushes into the war, convinced that they had prepared as well as possible for a swift victory. Tuesday, August 4th, 1914. Dad has told us that war has been declared between France and Germany. The 20th, the 30th, and 147th regiments have already left for the border. The soldiers are very happy. From here, we can hear the cannons. Allez. Mange. The Battle of Altkirch has been confirmed. Our soldiers took the town with their bayonets, and our cavalry went after the German rear guard. The Alsatians cheered on the French army, who were triumphant. 10-year-old Yves Congar grows up in Sedan in northern France. His father is too old to fight in the war. But he can still remember very well the last war, the catastrophe of 1871. Yves's hometown played a key role in this war. It is here that the decisive battle against France's archenemy, Germany, was lost. After its defeat, France had to relinquish its rich provinces of Alsace and Lorraine, a national trauma. In the perception of the French, its mighty German neighbor turns into a bloodthirsty monster with which one cannot negotiate and which must be defeated at all cost. Because of this, France has patiently and successfully crafted an alliance with Russia, which was later joined by Great Britain. Heureusement qu'il n'y avait pas d'avion en 70. Fichu gauche avec leur machine. Mais c'est nous qui avons les meilleurs avions. N'est-ce pas, papa? Voilà un vrai gars qui lâche ses bombes sur les bords. Je les vois nulle part, tes avions. C'est normal. Ils se cachent derrière les nuages. Et puis, boum! Ils vont tout faire exploser. La grande bataille. The great battle has not begun yet. For every German plane in the sky, we respond with cannon fire. Today, we shot some down between Florentville and Carignan. German flyers reached our town, then they turned away again. Most people cannot fathom the kind of war that is about to be unleashed upon them. Proud heroes and high horses no longer play a role. For years, the great powers have been operating huge armament industries, amassing weapons of unimaginable destructive power. Great Britain and Germany had been involved in a bitter arms race since the turn of the century, developing armored battleships the size of floating islands. During this war, the fighting would enter new realms for the first time. The skies above. Airplanes and zeppelins, those marvelous creations of the latest technology, are transformed into killing machines. In my heart, a sort of ceasefire had set in. I did not need to cry anymore, and occasionally I was happy. As long as the boy is still alive, the feeling creeps over me that everything will perhaps not be so bad.
Moreover, there are good reports of the war in France. It might be all over in a few weeks' time. On the Eastern Front, the battle has been raging for days. If you're quiet and pay close attention, you can feel the ground shake softly. It's a sinister feeling. Die Russen morden Frauen und Kinder in Ostpreußen. Eine, die dabei war, das auf dem Markt erzählt. Du willst mich doch bloß erschrecken. Da falle ich nicht drauf rein. Sie haben eine Frau an den Scheunentor genagelt. So. Die Russen kommen doch nicht hierher. Oder? 12-year-old Elfriede Kuhr is growing up in Schneidermühl in the province of Poznan. The girl lives with her grandmother and attends the small town's school. Schneidermühl is located on the eastern edge of Germany. The border with the part of Poland annexed by Russia is only a few kilometers away. Like many school children across Europe, on August 1, 1914, Elfriede begins to keep a war diary. Wie heißt es doch so schön im deutschen Dichterwort? Viel Feind? Viel Ehr. At school, the teachers have told us it is a duty towards our fatherland not to use foreign words. Initially, I didn't know what they meant by that. Beginnen wir mit dem Französischen. Eine Sprache, die sich wie ein Krebsgeschwür in unserem schönen Deutsch breit macht. Now I understand. We shouldn't use the word adieu. It's French. Es ist uns eine Ehre, leb wohl oder auf Wiedersehen zu sagen. Meinetwegen auch grüß Gott. Wir haben eine kleine Blechkasse gekauft, in die wir 5 Pfennige legen wollen, wenn wir uns versprochen haben. Der Inhalt dieser Kriegssparkasse wird zum Einkauf von Strickwolle für unsere tapferen Soldaten verwendet. Aber meine Mama sagt immer... Wir bezeichnen eine deutsche Mutter nicht mit diesem weichlich gallischen Namen. From now on, I am to call Mama Mutter. But Mutter isn't gentle enough. I think I'll say Mutchen. Na, das kann ja interessant werden. Fesselnd, Elfriede. Es heißt fesselnd. The German strategists don't expect a quick Russian attack. But already in August of 1914, 2 seemingly unstoppable armies advance into East Prussia. The Tsar's war plan is brutally simple: to push forward with millions of soldiers towards Berlin. After just a few days, Germany is fighting on 2 fronts. The people are restless. I have heard that some families have already left Schneidermühl. Trenches are being dug just a few kilometers outside the city. Was machst du denn da, Elfriede? Ich versuche nur eine Übersicht über unsere Vorräte zu bekommen, falls wir auch weg müssen. Es sind heute schon wieder Flüchtlinge aus Ostpreußen durch die Stadt gezogen. Ich gehe nicht weg aus Schneidermühl. Dann bleibe ich bei dir. Oh! Kommt doch weg. Großmutter, hab doch keine Angst. Der Kaiser sorgt schon für uns. Oh, Kindchen. L'Allemagne a envahi le territoire belge. Et l'Angleterre vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. 10 nations sont maintenant en guerre. Les Belges ont fait sauter 2 ponts. Il y a aussi de la dynamite sous les ponts de Sedan. Qu'est-ce qui se passe, papa? Les Allemands. Ils approchent. Mais papa, on a presque libéré l'Alsace. Les Boches ont fui comme des lapins.
C'est écrit ici. Arrête avec ça, Yves. La seule chose pour laquelle tu peux croire ce que disent les journaux, c'est la météo. Pas ce qui se passe à la guerre. Il semble que ce ne soit pas vrai. C'est tout ce que je peux dire. Mon père et mon père étaient bien. From here, you could hear the endless sound of the cannons. Also the sound of firearms and machine guns. Granddad, for whom the war of 1870 was the big war, wonders if the whole town won't explode. The war impacts upon an affluent continent. It sweeps over a densely populated area, spreading fear and terror. Their future uncertain, women, children, and the elderly flee from the advancing armies and their deadly shells. Hundreds of thousands flee from East Prussia ahead of the Russian army. 100,000 Jews leave Galicia for Vienna. In Belgium, more than 800,000 people try to escape the advancing Germans. But the situation is worse in Serbia. Millions of panicked people seek refuge from the hate-filled Austro-Hungarians. Europe has not seen anything like this for over 100 years. Our mother embraces us with her arms like wings. There's no water anywhere, only in the hoofprints of the horses. With a spoon, we scoop up tiny mouthfuls of the sloppy liquid. This place is worse than a wasteland, with nothing but ashes ahead of us. And in the middle of the ashes, human souls, freezing and hungry. Emil went away with one pair of shoes, and after that I haven't seen the poor boy again. I often remember him together with my other brothers and sisters, but Emil I remember most of all. We only had time to take what we could fit into a suitcase. I only had one thought in my head. Where were we to go? Where, for God's sake, could we go? Those fleeing were running into each other, as though they were escaping a burning theater. Friendliness, humanity, it was all swept away. Tuesday, terrible Tuesday. They're here. The barbarians are walking past our house. I hear a soldier bark out an order. Nous entendons un ordre brutal. It sounds something like... Everything in the military strategy of the French was focused on the offensive. Their generals believed they would win a new war through their policy of permanent aggression. Their war plan is aimed at a rapid reconquest of the lost territories in Alsace-Lorraine. The superior spirit of their troops deemed to be crucial for victory. There are no defensive preparations. However, the French offensive stalls after a few days, while conversely, the mighty German war machine advances with great rapidity, penetrating deeply onto French soil. 3 weeks into the war, German troops occupy Sedan. The Germans are at Monsieur Benoit's front door, ensuring that no soldiers are hiding there. As a precaution, they shoot his dog to stop his barking from alerting the French about the German patrols. Come there!
gehen links, Eckbert und Ingbert, Sie gehen rechts rum. Vorsicht! The Germans are monsters and thieves, assassins and arsonists. I'm sure I'll never experience anything so horrible in the rest of my life. The German advance through Belgium is blighted by war crimes and atrocities. The troops expected to make their transit unopposed, but the Belgians offer stiff resistance. "We are a country, not a thoroughfare," is their rallying cry. Rumors about Belgian franc tireurs and guerrilla warfare abound. Church towers are destroyed because they could house observation posts. Many venerable buildings of irreplaceable value are ruthlessly torn down. Hostage taking and firing squads account for more than 6,000 deaths and upset people all over the world. The German advance provided the best possible raw material for Allied propaganda. The atrocities actually committed were embellished with outright fabrications. It is claimed that German soldiers shoot women and slaughter infants out of sheer bloodlust. Such reports were especially common in Britain and her empire, where there was no compulsory military service and the army relied on its ability to recruit volunteers. In reality, the worst atrocities were committed by the Austrians in Serbia. Any people considered hostile to them are brought to heel with mass executions. The Russian invasion of East Prussia triggers public fear in Germany as more brutal atrocities are expected. The Cossacks plunder and pillage in conquered territories. The German army throws all available reserves towards the east. Gott, der Herr hat unseren tapferen Soldaten die Hand geführt und ihre Waffen gesegnet. Die Russen sind zu Tausenden zerschmettert worden, mit Mann und Ross und Wagen. The Kaiser has ordered that after so many victories, school should be cancelled. Das ist ein noch größerer Sieg als Sedan im Jahre 1870. The news came so late that we still had to have math and geography. Oh, I hate it. Denn es hat viel mehr Tote und mehr Gefangene gegeben als bei Sedan. Jeden Tag so eine Schlacht. Wir müssen nie wieder in die Schule. Ruhe. At the end of August 1914, the German army manages to strike a devastating blow against the Russians in East Prussia. The attempt to defeat Germany with a rapid offensive from the east is thus thwarted. About 100,000 Russians are taken prisoner. More than 30,000 die in the Masurian marshes. Ich muss die ganze Zeit an die Russen in den Sümpfen denken. Stell dir vor, wie sie untergehen. Erst die Brust, dann die Schulter, dann das Kinn, dann der Mund und alles. Elfriede, das ist unheimlich. Langsam macht der Krieg keinen Spaß mehr. Bis Weihnachten ist alles vorbei. Hauptsache, wir verlieren nicht. Großmutter sagt, wir haben noch nie einen Krieg verloren, seit sie lebt. Das ist schon ziemlich lange. Und den verlieren wir auch nicht. Also, meine Herren, dann wünsche ich guten Appetit. Wollen wir es uns mal schmecken lassen und mal sehen, was die... We are lucky still to be alive. Everything feels unreal, but we shall have to get used to it. The town is filled with Germans. A German officer, Captain Nemnik, is living with us. Guten Tag. Auch du? Seit drei Tagen nicht. Dann eben nicht. In the morning, he had four chickens cooked. His ordnance officer ate a whole one himself. Qu'est-ce que tu écris là?
des devoirs, de l'histoire. De quoi ça parle? Des uns. In history class, I read, the Huns came to France and burned everything that stood in their way. Is it possible after 1400 years we have such a barbaric and destructive race once again in Europe? We'll leave evidence of their cruelty wherever they go. These pages, on which I write the truth, should be stapled to the back of Kaiser Wilhelm. October 10th, 1914. Antwerp has fallen and the sky is once again blue. Ach Karl, das ist ein Zeichen. Es muss ein Zeichen sein, wo er doch gerade an die Front abgerückt ist. Diese Ferne, Käthe. Ich weiß, Karl. Ich weiß. Heute geht es nicht anders. For the first time in our lives, today, on October 10th, we dedicated Social Democrats. We are hanging out the Kaiser's black, white, and red flag from the boys' room for both Peter and Antwerp. Above all, though, for Peter. The conquest of Antwerp is celebrated by the Germans, 9 weeks after the invasion of Belgium. However, according to the plan, it should have taken just 9 days to pass through the country. The fierce resistance of the Belgians has not been planned for by the Germans, nor the penetrative punch of the British Army. In a battle lasting several days, the British and French troops halt the German advance just before Paris. It is a turning point of the war, known in France as the Miracle of the Marne. It is an extremely important victory following the many defeats of the first weeks of the war. Further German offensives are unsuccessful, but the counter-offensives of the Allies also stall. The troops are exhausted and barely able to fight. After only 3 months of war, more than 1 million soldiers have fallen. It is my sad duty to inform you that your son, in the accomplishment of his duties towards king and country, has given his greatest sacrifice to the Republic for the glory and honor of France. May you and your family accept the eternal gratitude of the great Habsburg dynasty and of all its members. Rest assured that his death was neither in vain, nor will it ever be forgotten. It was during our most recent attack that your son bravely rushed forward, and we, the officers, share your grief at the death of this wonderful comrade and kind-hearted man. We buried him where he fell. Es wird eine Nachricht von seinem Regiment sein. Vielleicht ist er verwundet. Vielleicht kann er nicht schreiben. Oder Gott behüte, gefangen.